Herzlich willkommen bei GTA 5 Car Tuning. Wir werden in dieser Serie jedes einzelne Auto hier in GTA 5 kaufen, tunen und uns anschauen. Wenn ihr wissen möchtet, warum ich so viel Kohle da oben habe, schaut bitte bei meinem Let's Play von GTA 5 ab Folge 68. Da erkläre ich genau, wie man so viel Geld bekommt. Wir brauchen eine Garage. Wir stehen hier vor Franklins Garage. Franklins Garage ist hier unten. Wenn man mit Michael spielt, ist es hier oben in dem Bereich. Bei Trevor hier unten in dem Bereich. Außerdem braucht ihr einen freien Platz in der Garage. Das bedeutet, wenn ein Auto schon drin steht, holt es raus, stellt es irgendwo hin. Es kann sein, dass ihr ein-, zweimal in die Garage rein müsst, um euer neu gekauftes Auto zu holen. Weil die Frage sehr oft aufkam, was passiert mit meinem Auto, wenn ich es nicht mehr finde. Geht einfach mal zur Polizei. Hier ist ein Abschleppplatz, da könnt ihr euer Auto rausholen. Außerdem braucht ihr das Handy, geht hier unten aufs Internet, auf Reisen und Transport. Und dann könnt ihr entweder bei legendarymotorsports.net ein Auto kaufen oder hier unten bei southernsanandreassuperautos.com. Gut, und somit werden wir gleich ein Auto kaufen. Wir kaufen heute den Grotti Stinger. Kostet auch 1 Million, ist auch wieder wahrscheinlich ein Klassiker. Moment, was stand da eben? Da ist er. Im Innenraum riecht es immer noch nach Bourbon und Zigarren. Achso, ich hab eben gedacht, da stand irgendwas mit Bond. Oh je. Also Lenkung. Uiuiui. Ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Lenkung, die wir bisher hatten, aber auch nicht die beste. Boah. Aber Gas geben kann er. Bremsen kann er nur nicht. Ja, du bist hier rüber gefahren, nicht ich. Also Gas geben kann der gut. Gas geben kann der richtig gut. Warum kommen hier dauernd Leute hoch, wenn ich runterfahren will? Grotti Stinger Klassiker. Ja. Ja, reparieren wir mal. So, Panzerung. Bremsen. Motor. Der hat sonst hier gar nichts. Okay. Wir nehmen mal. Was haben wir denn noch gar nicht? Mintgrün. So, Lackierung. Nein. Nein. Ja, das wäre wieder so ein Bond-Auto. Wobei, ich glaube, in Silber sieht er auch richtig geil aus. Nee. Doch nicht. Hier dieses Mitternachtssilber sieht gut aus an dem. Ja, Farbe ist jetzt auch nicht schlecht. Das sieht doch gut aus, das Renngelb. Bei dem passt jetzt dieses Grün gar nicht, was bei anderen Klassikern gut passen würde. Das sieht auch gut aus, das Petroleumgrün. Hat auch was. Nee. Auch nicht unbedingt.
Nee. Nee. Passt nicht. Was war das für ein Grün? Nee, Renngelb war es, genau. Mach mal Renngelb. So, Dach, säenmäßig oder kein Dach? Der sieht sogar mit Dach noch besser aus. Federung, Getriebe, Turbo, Fenster, ist dann so. Reifen, Felgentyp. Ja, das ist wieder so serienmäßige Luxusfelgen, die aber an dem Auto gar nicht mal so schlecht aussehen. Mal bei Tuner gucken. Nee. Die. Die. So, Felgenfarbe. In Gelb. Ja, das passt. So, Reifenmuster wie immer dran. Sehr schön. Reifenverbesserung. Fenster haben wir schon. Was ist denn hier noch bei Fenster? Dunkles Rauchglas. Nee. So. Also ich würde sagen, der gefällt mir jetzt schon besser als den wir gestern hatten. Aber es ist halt mehr so ein Oldtimer. Konntest jetzt natürlich auch nichts am Auspuff und so ändern. Da ging gar nichts. Aber das mit der Beleuchtung bei dem sieht cool aus. Okay, Bremsen sind besser geworden. Beschleunigung ist immer noch gut, nur die Lenkung ist immer noch kacke. Ist aber besser als vorher, die Lenkung. Meiner Meinung nach jetzt. Nerv nicht, fahr weiter. Ja. Also ich muss sagen, von den ganzen Klassikern, die wir bisher hatten, ist das mit eins, was mir am besten gefällt. Gut, dann bis zur nächsten Folge.